Ready? Dann würde ich eine Begrüßung reindonnern. Ja. Was willst du reindonnern? Eine Begrüßung reindonnern. Wie machen wir die Begrüßung denn? Du könntest darauf hinweisen, dass zwei sehr athletische, halbnackte Dudes hier sich auf dieser Brücke versammelt haben, um sich gegenseitig Mindgames zuzuspielen und zu gucken, wer der Beste ist. Das ist natürlich eine Option. Klingt auf jeden Fall nach einem schmackhaften Konzept, würde ich behaupten. Also Leute, ich habe dem Entenburger heute ein Rätsel gebaut, beziehungsweise eher ein Rätselhaus, wie man schon erkennt. Der Entenburger wird sich gleich hier reinbegeben. Ich gehe in den Spectator-Mode. Wir werden auch wahrscheinlich Entenburgs Sicht haben, sodass ich immer hin und her switchen kann zwischen Spectator-Mode und dem Entenburger, dass ihr auch alles gut sehen könnt. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. So, dann schaue ich mir mal an, was... Dann bist du bereit. Und da donnert es erstmal natürlich Lavalan um die Ohren. Gut, da jetzt keine Clowns aus irgendwelchen Boxen rauskommen, finde ich das schon mal weniger schlimm, als hätte sein können. Sehr gut. Da dachte ich mir, da hat sie den Entenburger weggefletzt. Das ging ja schnell, du. Ja, also, ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass Selbstschussanlagen mich begrüßen. So viel erstmal dazu. Doch. Okay, also da geht es schon mal nicht lang. Was ist denn hier? Guck mal, hier durchaus. Hier könnte ich durch eine Tür, aber irgendwas in mir sagt, da könnte der Tod lauern. Ja. Ich bin ja eigentlich ein positiver Dude, aber irgendwie bin ich skeptisch hier. Was geht hier ab? Eine Rose. Jetzt ist er schon. Jetzt macht er schon. Jetzt macht er schon Millimeterarbeit beim um die Ecke laufen, damit hier bloß nicht. Da sind zwei Dodos. Dodos, ich sehe da durchaus Dodos. Vier Dodos, die eventuell auf aggressiv gestellt sind und dem Entenburger die Arschbäckchen abknabbert, sobald er sich da unten reintraut. Geh mal durch die grüne Tür, weil ich wurde so konditioniert. Ach nee, warte mal, ich brauche einen Pin dafür, lol. Okay. Da braucht der Entenburger einen Pin für. Ja, hat er richtig erkannt. Und das ist schon mal kein Weg. Also bleiben mir die scheiß Dodos, zwei verschlossene Türen und die Selbstschussanlage, die mich leider tötet. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die austricksen kann, in irgendeiner Art und Weise, aber ich fürchte fast nein. Ich fürchte auch leider nein. Okay, da muss ich mich mit den gottverdammten Dodos... Da musst du dich mit den gottverdammten Dodos... Das ist ein Jump'n'Run, tatsächlich. Das ist ein Jump'n'Run. Okay, alles klar. Dann versuch ich mal. Sehr gut. Oh mein Gott! Oh, Flitz! Musst nur gucken, dass dich die Dodos natürlich nicht auseinanderpicken, ne? Mit E. Entenburger. Oh. Ja gut, also ich sag mal... Lief jetzt suboptimal. Aber jetzt weiß ich zumindest schon mal, auf was ich mich da einlassen muss. Und, ich würde jetzt an der Stelle auch vorschlagen, vielleicht setzt ihr doch nochmal zwei Schlafsäcke. Okay, erster Sprung schon mal geschafft, wunderbar. Sehr der gut. Zweite ist der tricky ist, das sehe ich hier schon. Na, es geht aber. Ich meine, der war safe. Also ich meine, der... Okay, habe ich auch noch geschafft. Sehr gut. Der ist jetzt mega safe. Der ist jetzt mega safe, richtig, richtig. Und den sollte ich auch schaffen? Nein! Ach, doch. Holy fuck, okay. Mach da. Sehr gut. Mach da. Alles klar, so bis hierhin gar kein Thema für den Entenburger. Jetzt wird's definitiv schwieriger, sehe ich hier schon. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft, ich kenne jetzt hinter mir mit dem Ding. Ja, dabei beginnt der Le Parcours jetzt erst. Um das mal zu thematisieren. Die Frage ist, lohnt es sich für mich da in diese Ecke zu gehen oder? Ich gehe erstmal hier hin. Ja. Nee, da wäre gar nichts gewesen. Okay, da war gute Entscheidung. Nix. Und was hier hat er nix. Hier? Hier da ist ein Schild, da steht drauf nix. Nix, sagt er. Alles klar, okay. So, was geht denn hier ab? Ist das ein Fenster, was ich öffnen kann? Kannst du die nicht öffnen? Die kann ich nicht öffnen. Ich muss einen PIN eingeben. Ich gebe mal einen doch 00000 hat geklappt. Okay. So, da drin ist Elementstaub ist da drin. Mhm. 100 Stück. Aha. Gewicht 5. Was man damit wohl machen kann? Muss ich was craften? Ist das Teil? Nee, craften musst du nicht. Die große Frage ist jetzt, muss ich hier noch was machen oder sollte ich zurück zum Anfang? Das ist tatsächlich eine große Frage, Hendenburg. Ich will natürlich nicht das scheiß Jump'n'Run-Rätsel jetzt nochmal machen müssen. Ja. Das würde ich mir schon ganz gerne ersparen. Ach, wenn du diesbezüglich einen Hinweis möchtest. Ach, guck mal, was ist denn da oben? Da oben ist ja was. Das sehe ich ja jetzt erst. Zum das Glück. Ich, ja jetzt erst. Ich sag dir, hättest du das nicht gesehen, dann hättest du, glaube ich, wärst du richtig am Verzweifeln gewesen. Ich kann die Zahlen leider nicht hundertprozentig erkennen. Das ist, glaube ich. Echt nicht? Nee, leider nicht. Nicht so gut. 3-1-0. Es ist 2-1-0-5. Ne? Okay, ja gut. Damit sollte ich ja dann durch die grüne Tür kommen. Dann müsste ich hier eigentlich fertig sein. Ich springe aber doch mal eben hier hin, weil. Oh, das war ein Knapper. Aber hier ist nichts. Da. Warum hast du diese Plattform hier gebaut? Damit du geschmeidig zurückkommst. Ah, okay. Weil du jetzt einfach wieder hier runter kannst. Ah, da hat er wirklich an viel gedacht. Ich muss ja sagen,
Bis jetzt bin ich beeindruckt von Echt? Deiner Konstruktion. Echt? Hier. Ich dachte, ich muss ehrlich sagen, ich dachte, vielleicht gefällt es dir nicht, weil es nicht so viel Kopfknobelspaß ist, ja, ich sondern bin natürlich eher so räumlicher Knobel. Ja, ja, das ist natürlich richtig. Ich bin ja auch ein ausgefuchster Hobbydetektiv und warte dann natürlich auf jede Gelegenheit, meine Schlussfolgerungsskills an den Mann bringen zu können. Aber ja, ich muss sagen, so ein geil verschachteltes kleines Häuschen, das hat doch auch schon was. Habe ich mir nämlich gedacht. Habe ich mir gedacht. Und da ist er durch. Oh, zack, eine Giftfalle. Gott, oh. Aber was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Wie hätte ich das denn? Hättest du höchstens auslösen und dann wegrennen können. Aber das habe ich ja versucht. Ich muss auch gestehen, die Falle war vielleicht für mein Vergnügen. Nee, vielleicht war die für dein Vergnügen, genau. Vielleicht war das nur eine weitere Endbogen im Video, dumm dastehen zu lassen. Die nimmt man ja mit. Hier ist ein weiterer in eine weitere Kiste. Ja. Ich schau da mal rein. Eigentlich, ich würde ja am liebsten, würde ich mich so weit wie möglich davon entfernt hinstellen, dann mit so einem kleinen Finger das Ding öffnen und gucken, was da drin dabei, ist. Und nee, gar nicht gucken, sondern so die Decke leicht wegschieben und dabei schon wegspringen, weil ich fürchte, dass dann dauert wieder der Tod. Dass wenn die mir, Kiste explodiert, wenn er irgendwo ich sie anguckt. Wenn mich dieses Scheißhaus bisher irgendwas gelehrt hat, dann dass überall der Tod lauert. Sehr gut. Aber mal gucken, was ist denn drin? Ach, nee, was haben wir denn da? Ein Aufklärer, Fernsteuerung, Waffe, okay. Für dich, dass weil du es wahrscheinlich nicht genau weißt, das ist die Drohne. Was kann ich damit machen? Die kannst du werfen und dann ziehst du dir eine Brille an und dann fliegst du mit der Drohne rum und kannst quasi mit der Drohne rumfliegen. Okay, da würde natürlich mein, wäre natürlich die erste Idee damit, dieses entweder hier hoch oder kann denn dieses Geschützturm die abschießen? Nee. Nicht, also kann ich die auch dafür nutzen. Könntest ich habe jetzt, ich habe zwei Möglichkeiten, die, aber ich sehe schon, wenn ich hier hochspringe, dann sehe ich schon, dass da ein Schild ist, wo die Nummer für die blaue Tür draufsteht. Ja, insofern, ich muss tatsächlich sagen, das ist von mir designtechnisch nicht bedacht worden. Hier sollte man sie nämlich eigentlich nicht reinschmeißen. Habe ich aber nicht dran gedacht, dass das auch ginge. Du könntest es jetzt machen, das wäre halt eine Abkürzung, sag ich mal. Nee, ich mach's dann the real way so. Ich mach's dann so, wie es intendiert ist. Dann schmeiß ich die jetzt hier. Aber hier ist es auch nicht gedacht. Was? Aber wo ist es denn dann gedacht? Ich muss aber nicht wieder raus aus dem Haus, oder? Da ist jetzt nicht raus musst so du nicht. Nee, das ist schon im Haus. Muss ich wieder hier irgendwas machen, bei den scheiß Dodos? Ja. Och nö. Ja gut, komm. Dann mach ich ein Versuch noch. Und schnell zu Leiter, du schaffst es. Die brauchen ein bisschen, bis sie dich triggern. Oh. Jetzt aber zackig. Ja gut, da haben sie mich natürlich in einer Ecke. Ärgerlich. Doch, kleine Verzögerung. Durch einige Probleme mussten wir fixen. Probleme meinerseits, Probleme argseits. Dafür kann Entenburger aber jetzt die Mission erfüllen, zu der er berufen ist. Und die Drohne zu der durch ich mich das auch schon mein Leben lang berufen gefühlt habe. Genau. Und endlich besagte Drohne durchs besagtes Fenster werfen, um zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Also ich habe auf jeden Fall schon mal geschafft, hier diesen scheiß Le Parcours hinter mich zu bringen. Ja. Und ich stehe jetzt vor der Aufgabe, diesen Pokéball durchs Fenster hier zu werfen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Okay, ich habe es geschafft. Sehr gut. So, was geht denn hier jetzt ab? Da ist der Entenburg in Drohnen-Action, sag ich. Dann geht es hier runter. So, und hier steht jetzt was drauf. Und zwar, was steht da drauf? 2612 ist das, ne? 2612. Jawohl, richtig. Ich das mal ganz kurz. Okay, dann kann ich jetzt ja wieder zurück. Muss leider diese scheiß Parcours nochmal machen. Und dann kann der Entenburger die rote Tür aufmachen. Dann kann ich jetzt durch die rote. Nice. Da so, bin ich ja mal gespannt. 2612 war's. Sehr gut. Okay, was ist das denn hier für eine komische Konstruktion? Oh ja, jawohl. Alles geil. Geklappt. Dann falle ich hier in ein sehr, sehr tiefes Loch. Aber ich denke mal, das ist so gewollt. Na gut. Ach, und hier kommen wir jetzt. Okay, ja gut, okay. Jetzt habe ich das, die da ergibt Zahlenkombination sich das fürs Blaue. Die ich, wenn ich gesagt hätte, komm, scheiß drauf, hätte ich die schon wesentlich eher haben können. Ja. Aber, oder raten können, weil 1, 2, 3, 4 ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kreativ. Kleiner Tipp an euch Kinder, nicht für Passwörter benutzen. Ja, das muss dem Entenburger zugute heißen, dass er hier nicht die Drohne einfach reingedonnert hat. Das hätte nämlich machen können, das war nämlich der designtechnische Fehler auf meiner Seite, um es mal so auszudrücken. Und was sehen schau wir da? An. Schau an, da schau ist an, ein Stromgenerator, der aha. an ist.
So, ich öffne mal das Inventar. Ich denke mal, das ist. Ach, uns, da kriege ich das Benzin raus. Und. So, jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Benzin? Ich habe ja nach wie vor die Problematik. Das ist die Frage. Ah, warte mal, ich schalte den einfach mal aus, weil ich denke mal, dann wird dieses mich tötende Schussgerät hier auch aus sein, hoffe ich mal. Ja, ist das könnte natürlich passieren. Da müssen wir nochmal drüber springen. Da hat sie ausgenockt. Aber der hätte dann aber ja mal ausweichen können. Das kann man ja wohl was sagen. Ich dachte, das wäre ein Item, was ich aufsammeln muss. Und nochmal 10 Minuten. Nochmal 10 Minuten warten. Bist du echt wieder voll zugedröhnt? Ja, nicht ganz so krass wie beim letzten Mal, aber es geht in dieselbe Richtung. Wie lange brauchst du noch? Lange noch. Also ich denke so 5 Minuten Minimum. Richtig gute Mensch, schlag's Games, dir ein Rätsel raus. Rechne damit 10 Minuten einfach AFK bewusstlos irgendwo rumzuliegen. Scheiße. Das ist halt Teil der Experience. Das habe ich leider nicht so bedacht. Ja, aber gut, ich sag ja immer mal besser als Explosionsfalle, ne? Da ist er. Gähnend richte ich mich auf. Brauche ich die Gewehrmunition? Ich packe das einfach. Nee, brauchst du nicht, aber pack es ein. Das ist aber mein persönlicher Schatz. Sehr gut. Das ist meine Belohnung. Sehr gut. Du kriegst aber auch eine Belohnung ähnlicher Form, sag ich mal. So, na sieh mal an. Jetzt ist hier ein sehr, sehr langer Gang. Hier haben wir, hier ist nach oben offen. Hallöchen. Was haben wir denn da? Da haben wir an der Stelle mal eine GPS-Waffe. Wir haben ein grünes Sturmgewehr. Ein Zustellbehälter, weitere Munition, die ehrlich gesagt so ein bisschen, ich habe gerade die Maschine gelootet, habe 148 Schuss daraus bekommen. Da sind die 50 Schuss jetzt natürlich ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ja, das stimmt natürlich. Und wir haben 3 Notizen. Die Waffe ist übrigens nur just for fun. Die Koordinaten hast du auf der Karte einzutragen. Dass der Gasback-Chest-Omat wird dein Vehikel sein. Ja, schon mal Props für die Verwendung des Wortes Vehikel. Die Y-Achsen-Koordinaten hast du bereits. Und das dritte ist... Y gleich Z2, Z gleich X22, X gleich Fragezeichen. Also, ich habe verschiedene Dinge hier bekommen, die ich... Also erstmal rüste ich hier definitiv mal die Wumme aus, weil wenn ich schon eine habe, dann doch bitteschön auch... Okay, sehr gut. Jetzt ist natürlich die große Frage. Ich habe ein GPS-Gerät, das werde ich ja brauchen, um, ich sag mal, mein Ziel zu finden, nehme ich mal an, ne? Durchaus. Ich weiß leider nicht genau, wie das funktioniert. Kann ich da was eintragen oder so? Nee, das zeigt dir nur deine Koordinaten an. Ah, das zeigt mir nur meine Koordinaten an. Okay, aber das ist ja schon mal alles, was ich brauche. So. Dann habe ich, und da weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so, was ich damit machen soll, den Zustellbehälter. Eine Kiste, die an einem Gasbag hängt, kann zum Transport von Gegenständen benutzt werden. Soll ich damit rumreisen oder wie ist das gedacht? Damit sollst du rumreisen. Und dann habe ich als dritte Komponente dieses Rätsels, habe ich natürlich das Rätsel selber. Also die Koordinate hast du auf der Karte einzutragen. Was ist das überhaupt schon für ein Satz? Die Koordinate hast du auf der Karte einzutragen. Also im Sinne das von... Das erkläre ich dir. Das hat damit zu tun, weil ich nicht wusste, inwieweit du bewandert bist mit dem Gasback. Damit du da überhaupt das Prinzip davon verstehst. Du musst nämlich auf deiner Map, indem du auf der Map P drückst, eine Koordinate eintragen und kannst dann beim Gasback dich da drauf stellen. Und dann dem sagen, er soll zu der Koordinate, die du erstellt hast auf der Map, hinfliegen. Y ist Z mal 2. Ach nee, warte mal, das ist ja noch ein verstecktes Rätsel, sehe ich gerade. Und Z, ach, das ist ein Mathe-Rätsel. Jetzt verstehe ich das erst. Ich dachte, das wäre ein, okay, alles klar. Nee, jetzt ist gut. Also, Y ist Z mal 2, das heißt, Y ist die Hälfte von Z. Und X ist Z, warte, Z ist gleich X minus 22, was ist X? Der Germanistik-Student am Rechnen. Ich hasse Mathe. Du kommst mir mit Geometrie-Dingen und Mathe. Das ist aber eine ganz, böse. Ganz leichte. Ich weiß. Wo denkst du gerade? Naja, ich weiß, also Y ist halt die Hälfte von Z. Weil Z mal 2 ist ja Y. Das ist auf jeden Fall easy. Aber Y brauche ich ja für keine weitere der Rechnungen. Weil die zweite Rechnung ist ja Z ist gleich X minus 22. Und die dritte ist einfach nur die Frage, was ist X? Versuch zur Erklärung, mal so ein bisschen, auf der Karte musst du die X- und die Y-Koordinate in der Reihenfolge so eintragen. Was und ist denn mit und Z? X und Y steht auch für die Koordinate in der Gleichung. Mhm. Frage ist nur, wie kann ich denn jetzt, ich setze für Z setze ich 20 ein. So, dann habe ich Y ist gleich Z mal 2, also 20 mal 2, dann wäre Y. Aber warum denn für Z 20? Einfach mal so als Test, um mich ranzunähern.
Dann hätte ich 20 gleich x minus 22, was ja schon mal nicht hinkommt. Du brauchst ja einen Wert. Du brauchst ja nur den x-Wert, sag ich mal. Dann kannst du ja eigentlich alles mit der Formel ausrechnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, oder? Ja, wenn ich den x-Wert habe, dann kann ich alles ausrechnen, ja. Ich dachte, ich müsste mir den x-Wert schon eher rechnen. Nee, auf den x-Wert musst du anders kommen, durchs Rätsel. Ach so. Das vielleicht. Ach so, okay. Ein guter Hinweis. Aber du hast ja diesen vielsagenden Satz, die Y-Koordinaten hast du bereits. Wenn du einen Hinweis brauchst? Ungern, weil das ein Triumph für dich wäre und den will ich dir nicht gönnen. Ach Quatsch. Das ist übrigens das finale Rätsel. Wenn du das geschafft hast und dann dort landest, wo du landen sollst, dann hast du es geschafft. Hast du bereits? Also das Problem ist, wenn ich die Map öffne, sehe ich ja nicht, wo ich bin. Wird mir ja leider nicht angezeigt. Mhm. Sonst hätte ich gedacht, ist die Y-Koordinate vielleicht die ich jetzt schon habe. Sagen. Aber das kann ja auch nicht das In der Annahme sein. Bist du nicht ganz falsch, sag ich mal. Ja, aber ich meine, ach warte mal, stimmt, ich habe ja das GPS-Ding. So, und das, aber welche war jetzt Y, welche X, die erste oder die zweite? Ich habe 48, 44. Die zweite, wenn mich nicht alles Die zweite täuscht. Ist Y? Ja. Okay, dann wäre das 44. Würde ich jetzt zumindest schätzen. Und dann wäre das Rätsel, wenn Y 44 ist, dann ist Z 11. Und wenn Z 11 ist, dann ist X 33. Dann müsste eigentlich x 33 sein. Dann versuch's. Ich muss ehrlich gestehen, weil ich das Rätsel halt schon vor etwas längerer Zeit gebaut habe, weiß ich nicht mehr genau, wie die Zielkoordinaten lauteten. 44, dann z ist 22, weil 22 mal 2 gibt 44. 22 gleich... Nee, dann ist x auch 22. Nee, 44. Dann probier's aus, wenn du dein Ergebnis hast. P drücken, wenn du die Map offen hast. Und dann kannst du da die beiden Koordinaten eingeben. Dann musst du da die reinhauen, die du denkst. Den Guess wegsetzen. 44, 22 war's. Okay, ich hab's markiert. Markiert ist der Punkt. Sehr gut, dann müsst ihr jetzt nur den Gasback setzen. Ja, er boostet sich auf. Und da hebt er ab. Tschüss, Entenboy. Da hebt er ab. Jetzt bin ich gespannt, wo du landest, ey. Aber wie es aussieht, fliegst du in eine falsche Richtung. Echt? Ja, ich glaube schon. Aber wenigstens kann ich hier jetzt nochmal hier die schöne... Ja, das ist noch wert. Dann sagen wir an der Stelle einfach, Entenburger fliegt davon, er hat's geschafft. Er hat das Rätselhaus überlebt. Ich hab's nicht nur überlebt, ich hab's gemeistert und ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass ich jetzt gleich hier an der richtigen Stelle auskomme. Ich leider nicht. Doch. Du bist da zu pessimistisch. Scheiße. Die Leute so müssen jetzt in die Kommentare schreiben, warum fliegst du nochmal hoch? Ach, als ob. Ja, ich sag doch, das wird noch, der dreht sich gleich um 180 Grad und fliegt dann zur richtigen Stelle. Genau, und landet dann perfekt im Ziel. Natürlich. Das Ziel ist übrigens ein Metallbehälter gewesen. In dem Sinne, schreibt gerne, wenn ihr die Rätsel des Lösungs, ich sag mal, ich will jetzt nicht, um den Entenburger zu traurig zu stimmen, sagen, wenn ihr die richtige Lösung habt, aber wenn ihr eine alternative Lösung für das Rätsel habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Schaut beim Entenburger vorbei. Entenburger, was sagst du dazu? Ich sag, schaut beim Entenburger vorbei.